Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sein können. Und ich denke, es ist ein großes Problem, sich als Mensch daran zu gewöhnen, dass mein persönliches Bewusstsein zweitrangig ist. Dass vor allem in allen Dingen des geistlichen Lebens letztendlich Gott mein Bewusstsein durch sein klar geschriebenes Wort ersetzt. Viele Dinge kann ich natürlich erkennen, aber nicht alles. Zum Beispiel bei der Wiedergeburt. Ich kann mich noch sehr genau an meine Wiedergeburt erinnern, weil sie war nicht so ganz normal. Ich habe mich im Waschraum einer Bank bekehrt. Und ob das ein sehr heiliger Ort ist, da kann man drüber streiten. Aber es hat Gott gefallen, es so zu machen. Und als ich die Wiedergeburt erlebt habe, ich bin dann aus dem Waschraum raus, oder es war eigentlich der Vorraum, bin raus und als ich oben war, war etwas passiert, aber ich konnte es nicht erklären. Ich konnte sofort Zeugnis geben vom Herr Jesus. Ich konnte sofort bezeugen, dass ich gerettet bin. Aber ich habe nicht gewusst, wie bei mir das passiert ist, was bei mir passiert ist, was hier Gott getan hat. Das war für mich ein Geheimnis. Und erst durch die Heilige Schrift habe ich das dann begriffen. Und wenn die Bibel mir sagt, wenn jemand gerettet wird, steht im Epheser 2, Vers 6, dann passiert etwas. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, ich habe natürlich das nicht gefühlt. Ich habe das nicht gemerkt. Aber innerlich ist mein toter Geist wieder lebendig geworden. Römer 8, Vers 9 sagt das sehr deutlich. Das ist eigentlich die klarste Beschreibung der Wiedergeburt, die es überhaupt gibt. Da sagt uns die Schrift, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Nun hat mein Geist kein Gefühl. Ich konnte das gefühlsmäßig jetzt nicht innerlich lokalisieren. Ich habe empfunden, es ist was anders geworden, aber die Schrift sagt mir, du bist versetzt in die himmlischen Örter durch den Heiligen Geist. Ich habe mir das überlegt, es hätte Gott auch gefallen können, dass wenn ein Mensch gerettet wird, wenn er die Wiedergeburt erlebt, dass er sofort stirbt. Wäre möglich gewesen. Die Rettung und dann bin ich sofort beim Herrn Jesus. Ja, manchmal denkst du, so ganz schlecht wäre das gar nicht gewesen. Aber wir müssen etwas feststellen. Das ist ja auch der Grund, warum die Bibel sagt, dass wir Fremdlinge auf der Erde sind. Ein Teil von mir ist durch den Heiligen Geist in meiner Heimat. Ich bin ja jetzt hier fremd. Meine Heimat ist im Himmel, beim Herrn Jesus. Dort gehöre ich eigentlich hin. Ich bin mit ihm durch den Heiligen Geist dorthin versetzt. Aber meine Seele und mein Körper sind hier. Das heißt, ein Teil von mir ist auf der Erde. Aber ein Teil von mir ist, ohne dass ich es fühle, bereits in den himmlischen Orten. Jetzt muss man fragen, warum macht es Gott so? Wir haben einen Auftrag. Wenn man die Schrift studiert, dann sieht man, dass wenn man zum Beispiel das Wort erwählt oder Erwählung sich anzieht, wir sind ja erwählt in Christus Jesus, nicht willkürlich, dass es immer heißt, wir sind erwählt oder fast immer zu. Das heißt, Gott hat uns rekrutiert, um etwas zu tun, zum Beispiel Frucht zu bringen, Zeuge zu sein, Menschenfischer zu sein, den Herrn Jesus zu verherrlichen. Das sind alles Aufgaben, die Gott wollte. Und jetzt ist natürlich diese Aufgabe ist ein wichtiger Punkt meines geistlichen Lebens, meines Geistes. Aber das eingebettet ist in mein Menschsein. Und da ist wieder ein wichtiger Punkt,
dass ich auf dieser Erde vernünftig lebe wie ein normaler Mensch, dass ich mein tägliches Brot verdiene, dass ich versuche, Gott hier anständig zu dienen. Also da ist immer so ein Zwiespalt, einmal das Geistliche und dann das Menschliche. Aber das ist untrennbar verzahnt. Jetzt muss man natürlich sich das vergegenwärtigen, wenn ich jetzt beginne, den Willen Gottes zu tun. Zum Beispiel 1. Petrus 2, Abvers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dann Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und die Bibel sagt es unzweideutig, wir sind eigentlich, menschlich gesprochen, zweigeteilte Wesen. Wir sind auf der einen Art normale Menschen, wie jeder andere auch. Auf die andere Art, sagt er in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht, und das steht eigentlich im Griechischen ein interessantes Wort, das heißt Politeuma. Da kommt das Wort Politik her. Also meine Politik, mein ganzes Sein ist alles im Himmel. Der Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, unser Bürgerrecht ist zwar im Himmel, wir sind durch den Geist und durch den innewohnenden Heiligen Geist direkt mit dem Himmel verbunden, direkt mit dem Herrn Jesus verbunden, aber wir sind im Leib der Niedrigkeit, das ist einfach Fakt, weil Gott eine Aufgabe für uns hat. Und das muss klar sein. Ich bin jetzt nicht ein Fremdling, einfach, dass ich hier bin. Man könnte sagen, oh, wie schlimm, ich bin jetzt ein Fremdling hier, eigentlich gehöre ich zum Himmel, wie schrecklich. Aber das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist ja ganz einfach. Ich habe einen klaren Auftrag von Gott. Die Bibel sagt hier, wir sollen geistliche Opfer darbringen. Das steht im Griechischen Thysia, Schlachtopfer. Das heißt, unser großer Auftrag als Menschen ist, unseren Mitmenschen, die, wie wir gestern gesehen haben, uns in der Regel nicht mögen, vielleicht sogar hassen, um Jesu willen, dass wir diesen Menschen als priesterliche, darf ich mal sagen, Gestalten des neuen Bundes ein Opfer bringen. Und zwar, wir bringen ihnen ein Opfer nahe. Wir bringen ihnen, und das ist die einzige Botschaft, die ein Gläubiger hat, wir bringen ihnen das vollkommene Opfer Jesu. Wir sind nicht beauftragt, einen bestimmten Lebensstil zu verkündigen. Das ist eine Folge. Unser Hauptauftrag ist, das vollkommene Opfer Jesu zu verkündigen. Und wenn dann jemand den Heiligen Geist empfängt, dann regelt sich schon ganz viel innerlich, wenn er vom Heiligen Geist gestraft wird. Manchmal braucht man Zeit, wie beim Lazarus. Als Lazarus von den Toten auferstand in Johannes 11, sagt der Herr Jesus, tut ihm die Binden weg. In dem Moment, wie du lebendig bist, du bist gerettet, hast du oft noch solche Leichentücher um dich. Und die muss man jetzt schön wegtun. Es war bei uns interessant in der Familie, zum Beispiel meine Frau kam aus einer bewahrten Familie und aus einem bewahrten Umfeld. Sie hatte fast nichts von Binden, was man wegtun musste. Ich war ein
relativ wilder junger Mann. Bei mir waren sehr viele Binden, die man wegwickeln musste und die weg musste. Aber es ist eine Tatsache, egal wie man jetzt ist, wir müssen die Binde wegbekommen, wir müssen frei werden und das Ziel Gottes ist, dass wir hier auf dieser Erde den Menschen das vollkommene Opfer Jesu bringen. In 2. Korinther 4, Vers 5 ist einer der bedeutendsten Verse über Dienst im Reiche Gottes und über die Botschaft, die wir haben. Das ist jetzt interessant, wenn man jetzt diesen Bibelvers liest und dann hingeht und die ganzen christlichen Zeitschriften, die es heute gibt, liest, dann sieht man den Unterschied, wie ein Mensch denkt und wie Gott denkt. Hier steht zum Beispiel: Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Wir verkündigen nicht uns, wir verkündigen ihn. Und der ganze Auftrag als Fremdling auf dieser Erde, darum hat uns Gott hier gelassen, als Fremdlinge, den Menschen ihn zu bringen, der Herr Jesus, ihn zu bringen, seine Tugenden zu verkündigen, zu predigen, dass er der Herr ist. Ich habe in der Stadthalle in Nürtingen jahrelang Vorträge gehalten, jeden zweiten Freitag. Und eines Tages kam ein junger Mann aus einer christlichen Familie und ich habe dann relativ scharf gepredigt, dass der Herr Jesus der Herr ist und dass wir uns ihm zu unterwerfen haben. Und dann kam der junge Mann zu mir völlig schockiert und sagt zu mir: Ich habe das noch nie gehört. Das ist aber ein Wesensmerkmal. Die Bibel sagt, wir müssen verkündigen, dass der Herr Jesus der Herr ist. Und jetzt kommt halt das Problem. Jetzt bist du ein Fremdling auf dieser Erde. Und jetzt kommen wir zu dem großen Auftrag als Fremdling. Wenn du predigst, und Prediger ist auch das persönliche Zeugnis. Es sind nur andere Ebenen. Du gibst den Menschen weiter, dass der Herr Jesus der Herr ist, dann ist es ohne Frage klar, dann müssen sie an mir und an dir sehen, dass er dein Herr ist. Dass du dich ihm im Gehorsam unterwirfst. Liebe Geschwister, unterschätzt nicht die Ungläubigen. Ich habe bei mir in der Firma festgestellt, dass die Ungläubigen ein relativ gesundes Einschätzungsvermögen haben und dass sie uns viel mehr beobachten, als wir glauben. Ich habe eine ledige mittelalterliche Dame, die mit mir gearbeitet hat, nach meiner Wiedergeburt ziemlich heftig evangelisiert. Das war halt in der ersten Liebe. Heute würde ich vorsichtiger sein. Und sie erklärte mir dann, sagte zu mir: Weißt du, Karl Hermann, das ist ganz einfach. Ich bin eine alte Tailfingerin. Ich wohne in Tailfingen, das ist ein Ortsteil von Halmstadt. Sie sagte, zu mir kommt der frömmste Mann aus Albstadt. Ich habe ihn gut gekannt. War ein Führer des Pietismus. Und der kommt jede Woche zu meiner Mutter und da sitze ich immer dabei. Und dann höre ich, was er sagt. Und dann sagt sie wörtlich zu mir: Wenn ich aber das alles sehe, was er sagt, und dann sehe, wie die Gläubigen sind, dann will ich nichts mehr wissen. Das hat mich schockiert. Diese Frau war ehrlich, sehr klipp und klar gesagt, sie wird eigentlich vom Evangelium abgestoßen, weil man hier zum Beispiel verkündigt, dass der Herr Jesus der Herr ist, aber man sieht es nicht. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt: Wenn ich ein Fremdling hier auf Erden bin und gleichzeitig ein Botschafter Jesu Christi, so sagt ja Paulus im 2. Korinther 5, wir sind Botschafter an Christi statt, an seiner Stelle, und predigen euch, lasst euch versöhnen mit Gott, dann muss ich leben als Fremdling auf dieser Erde und man muss sehen, dass der Herr Jesus mein Herr ist und dass ich versöhnt bin. Also ich sage es mal ganz hart,
wenn ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, dann die Versöhnung bei sich selber so nicht auslebt und im Glauben so annimmt, dann wird letztendlich die Welt mir nicht glauben. Wenn ich selber ein Mensch bin, der nicht in der Gewissheit Jesu Christi lebt, nicht glaubt, dass die Bibel wirklich stimmt. Ich sage mal, ein ganz heikles Kapitel, das alle betrifft, beziehungsweise nicht alle. Es gibt nach meiner Überzeugung mindestens 4 Grundcharaktere, das ist eine Spielart des Sündenfalls. Und je nachdem, wie ich veranlagt bin, werde ich hier Probleme haben oder nicht. Ich meine die Heilsgewissheit. Es gibt Leute, die sind hochsensibel. Ich würde mich einmal als mittelsensibel betrachten. Ich bin auch ein relativ sensibles Bürschchen gewesen als junger Mann. Aber ich bin auch sehr, sehr empfindlich und sehr sensibel und will alles 150% machen. Es gibt Leute, die wollen jetzt 250% machen. Die sind noch mehr geplagt. Aber es gibt dann Leute, die sind eher ein bisschen vom phlegmatischen Temperament und die haben da nie Probleme. Die bekehren sich einmal und dann ist alles klar. Ich habe sie schon beneidet. Aber dann beneide ich sie wieder nicht, weil sie merken andere Dinge nicht, die ich wieder merke. Das ist schon wieder schön. Aber jetzt kommt das Problem mit der Heilsgewissheit. Ich habe mal die Heilsgewissheit verloren, längere Zeit, weil ich eine eigene Vorstellung von Heilsgewissheit hatte. Jetzt ist natürlich so, wenn ich selber in der Heilsgewissheit wackelig bin, als Fremdling auf der Erde, und die Menschen redet mit mir und du spürst ja einen Menschen ab, wie er eingestellt ist, und sie merken bei mir, dass ich wackelig bin, dass ich selber nicht klar bin, dass ich selber zweifle, dass ich selber zerrissen bin, dann werden sie mir mein Zeugnis nicht abnehmen. Das ist einfach Fakt. Und wenn du dann, ich sag's mal ungeschützt, mit Inbrunst singen kannst in einer Versammlung und ein Ungläubiger beobachtet dich und sieht, der singt das aus letzter Herzensüberzeugung, das wunderbare Lied, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Wisst ihr, dann nimmt er dir das Zeugnis ab. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt bin ich ein Fremdling auf der Erde. Ich soll ein Zeuge Jesu Christi sein. Ich soll den Herrn Jesus verkündigen. Ich soll predige, dass er der Herr ist. Ich soll das alles darstellen, aber das mit der Heilsgewissheit ist eine relativ einfache Sache. Wo kommt denn die her? Ich habe immer geglaubt, da ist irgendein Gefühl in mir, eine Lampe. Dann habe ich immer das Lämplein gesucht, das Gefühl, und es war nicht da. Und dann bin ich durchgedreht. Ich hatte dann Zustände, die waren teils lustig, teils nicht sehr lustig. Ich habe morgens beim Frühstück hatte ich strahlende Heilsgewissheit. Gegen 10 Uhr begann die Seuche. Und dann ist die Heilsgewissheit langsam weggegangen. Mittags um 12 war sie fast schon verschwunden. Mittags um 14 Uhr hatte ich Depressionen, obwohl ich das normal gar nicht kenne. 15, 16, 17 Uhr war ich schon halb verwirrt und abends war ich tot. Dann bin ich ins Bett, bin dann morgens wieder aufgestanden, hatte wieder strahlende Heilsgewissheit. Und so ging das Tag für Tag, bis ich dann eine heilige Wut bekam. Man könnte ja fragen, kann man eine heilige Wut bekommen? Ja, die kann man bekommen. Ich habe eine heilige Wut gegen diesen Zustand bekommen. Und dann bin ich hingegangen und habe das gemacht, was biblisch ist. Ich bin einfach hingegangen und habe mich auf das Wort Gottes gestellt. In Johannes 1, Vers 12, ich lese uns das und ich lese jetzt nicht, was in unseren Bibeln steht, sondern ich lese jetzt, was grammatikalisch, das man im Deutschen leider so nicht darstellen kann, weil der Deutsche hat da keine Formen dafür, wie jetzt der Grieche. Ich lese jetzt einfach, was hier grammatikalisch dahinter steht. Allen denen, die ihn in einem bestimmten Moment aufnahmen, denen gab er im selben Moment das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die dann ununterbrochen an seinen Namen glauben. Wisst ihr, was das heißt? Da steht zweimal Aorist. Und der Aorist ist eine Vergangenheitsform, die eine Wirkung hat. Das heißt, die Bibel sagt, in dem Moment, wie ich zum Herrn Jesus komme, ich habe am 30.05.1974 an einer kalten
geplättelten, sagt man bei uns, Wand eines Waschraums habe ich mich hingehängt, wie ein kleines Kind. Da habe zu mal Jesus geschrien, aufgrund von Matthäus 7, rette mich. Habe das Opfer angenommen. Und derselbe Sekunde, wie ich ihn angenommen habe, sagt die Bibel, in derselben Sekunde hast du die Wiedergeburt erlebt. Die Bibel sagt hier, kein Zweifel, deine Gefühle spielen keine Rolle, dein Sein spielt keine Rolle, wie du dich dann fühlst und alles. Und es geschieht, wenn man das ehrlich macht vor Gott. Und es passiert. Und jetzt sagt die Bibel, also in derselben Sekunde, wo man der Herr Jesus wirklich aufnimmt, echt ehrlich es so meint, es tut ja jeder, der irgendwo in Sündennot ist, er nimmt den Herrn Jesus auf, dann bricht er durch zur Wiedergeburt und dann sagt die Bibel, die Folge davon ist, dass man jetzt ununterbrochen an ihn glaubt. Wisst ihr, und dann bin ich einfach hingegangen als zerrissener junger Mann und habe mich auf diese Tatsache gestellt. Und zwar in einer Radikalität, wie ich glaube, nicht viele Dinge in meinem Leben getan habe. Ich habe dann sogar etwas gemacht. Ich habe erkannt, dass wohl in meinem Geist diese Wiedergeburt da sein muss, also dass es da ist. Aber ich habe auch erkannt, dass meine Seele, diese überempfindliche, sensible Seele, dauernd dazwischen funkt, dass die stört. Ich habe dann etwas gemacht, das ich nicht empfehlen will, aber mir hat es geholfen. Ich habe zu meiner Seele, ich sage es auf Hochdeutsch, ich habe es auf Schwäbisch gesagt, ich habe zu meiner Seele gesagt, halt dein Maul. Und da bin ich hingegangen, habe mich da drauf gestellt und habe das in radikalem Glauben nochmals vor Gott fixiert. Ich habe dich aufgenommen und damit bin ich wiedergeboren, damit bin ich durchgebrochen. Von der Sekunde an war die Heilsgewissheit dauernd da. Wisst ihr? Jetzt konnte ich den Leuten sagen, als Fremdling auf der Erde. Wisst ihr, wenn die Leute mir sagen, das ist die nächste Antwort, wenn ich der Jesus bezeuge, ja, bist denn du besser wie ich? Muss ich sagen, nein. Ich bin vielleicht sogar schlimmer wie ihr. Meine Frau und ich sagen manchmal, wenn wir uns austauschen, was wäre gewesen, wenn wir uns nicht bekehrt hätten? Wir haben beide ein bisschen extremer Charakter. Ich mag nicht darüber nachdenken, was dann passiert wäre. Aber ich kann denen dann sagen, glaubhaft, der Unterschied zwischen mir und dir ist ganz einfach. Ich, der ich ein Kandidat der Hölle war, und ich habe es gewusst, wisst ihr, ich war frisch verheiratet. Wisst ihr, was meine Gedanken abends im Bett waren? Ich bin dann eingeschlafen und ich hatte so eine alte Funzel, sagt man so, eine Lampe mit Rüschchen, mit blauer, wunderbar. Und da bin ich gelegen immer und habe mich langsam einschlafen lassen, habe die Lampe angesehen und ich wusste ganz genau, wenn du heute Nacht im Schlaf stirbst, wachst du in der Hölle auf. Fast ein Vierteljahr lang. Kaum fassbar. Und dann kam die Wiedergeburt. Ist ja... Und jetzt kann ich den Leuten bezeugen, als Fremdling auf der Erde, der Unterschied von mir und dir ist ganz einfach. Ich bin gerettet. Aus Gnaden. Er hat es mir geschenkt, der Herr Jesus, ohne dass ich etwas dazu tun musste. Ich war in Sündenot und dadurch hatte ich meine Einstellung verändert, weil das ist das, was die Bibel Buße nennt. Ich habe gesehen, ich brauche ihn. Ich habe gesehen, ich kann mich nicht selber retten. Ich habe gesehen, ich fahre in die Hölle. Dann komme ich zu meinem Jesus und nehme als Gnadegeschenk die Erlösung an. Derselbe Sekunde bin ich durchgebrochen. Jetzt kann ich als Fremdling bezeugen, du, ich und du, wir stehen morgens auf, sind müde oder nicht müde. Wir müssen arbeiten. Wir werden alt. Wir werden irgendwann sterben. Aber der Unterschied von mir und dir ist ganz einfach. In meinem Herzen wohnt der Herr Jesus. Ich bin wieder geboren. Ich bin gerettet. Und das ist das Pfand, der Eintritt in den Himmel. Wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Und der Unterschied ist der, du hast es nicht. Und wenn die jetzt spüren, und es tut die Welt, dass ich von dem absolut überzeugt bin,
und dass es richtig ist und sie merken, der ist echt, der glaubt es von ganzem Herzen, dann komme ich meinem Auftrag als Fremdling auf der Erde nach. Und jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Kapitel. Um ein Fremdling zu sein, um ein Beauftragter, um ein Botschafter Jesu Christi zu sein, muss etwas klar sein. Nämlich bei mir privat muss alles klar sein. Ich muss vor Gott stehen, sonst kann ich den Auftrag nicht erfüllen. Wisst ihr, wenn Paulus zum Beispiel im Philipperbrief sagt, ich habe Lust abzuscheiden, zu sterben, um beim Herrn Jesus zu sein, dann verstehe ich ihn. Aber er sagt, aber es ist nötiger, hier zu bleiben, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wisst ihr, das ist einfach das Problem. Das ist auch der Grund. Wisst ihr, ich habe natürlich, ich denke sehr menschlich, muss ich ganz klar sagen. Ich bin ein Mensch und denke menschlich. Also ich bin hier nicht übergeistlich. Ich habe mich immer geärgert, darf ich es ganz offen sagen, dass der Franz Eugen Schlachter, den ich ja sehr geschätzt habe, ohne ihn zu kennen, als ich seine Biografie, die Daten zusammengestupft habe, es gab ja nichts, das war für mich ein Abenteuer. Und ich habe eine Persönlichkeit getroffen, wie ich sie im Reich Gottes ganz selten gefunden habe. Und er ist mit 51 Jahren gestorben. Und seine Ehefrau, von der wird bezeugt, im Schwäbischen würde man sie eine Beißzange nennen. Entschuldigung, wie ich das so sage. Ich weiß das vom Enkel, der sie noch gekannt hat. Er hat gesagt, wir haben die Oma gefürchtet. Sie war eine Frau mit einem Stock und sie hat immer mit dem Stock geklopft. Es kann sein, dass sie in jungen Jahren eine liebe junge Frau war. Das streite ich nicht ab, sonst hätte er sie nicht geheiratet, denke ich. Aber im Laufe der Jahre kam eine gewisse Verbitterung. Und sie wurde 91. Und ich habe dann immer gedacht, warum war es nicht umgekehrt? Es wäre doch schön gewesen, wenn dieser Mann 91 geworden wäre und sie plus 51. Wahrscheinlich sehr menschlich gedacht. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Moment. Er hat den Auftrag und als sein Auftrag beendet war, holt ihn der Herr zurück. Hofacker ist noch viel jünger gestorben. Als sein Auftrag beendet war, hat er ihn zurückgeholt. Chapman, der große Mann der offenen Brüder, das habe ich fast nicht verkraftet, wurde 99 Jahre. Ich bin ein Mann des Perfektionismus. Ich habe immer gedacht, das eine Jahr hätte es doch nicht gemacht. Ich hätte gewollt, dass er 100 wird. Aber als er 99 war, war sein Auftrag beendet. Und das war auch ein extremer Mann, der zum Beispiel jede Nacht um 2 Uhr kalt gebadet. Ich habe manchmal gedacht, naja, was sind das für Leute? Das Volk des Herrn ist schon manchmal seltsam. Aber ihr versteht, Gott bestimmt, wann ich sterbe. Wisst ihr, manchmal, ich bin ein Mensch, da kriege ich als Fremdling auf dieser Erde, oh, ist das jetzt eine schlimme Krankheit, was hast du? Ich bin auch so ein Typ, wenn mir jemand sagt, ich habe einen Ausschlag, dann juckt es mich. Wenn mir jemand sagt, ich habe eine Krankheit an der Speiseröhre, dann schlucke ich. Ich bin halt so, ich brauche dann 2-3 Tage, bis weg ist. Und wenn ich dann manchmal Angst habe und zu meiner Frau schon sagt, oh, mein Schuh, das ist was Schlimmes, dann haut sie mich jedes Mal um. Ganz einfach. Sie sagt zu mir, du predigst doch immer, der Mensch stirbt im Wille Gottes. Was willst du? Ob es jetzt Trost ist oder nicht, da könnt ihr selber drüber entscheiden. Aber es ist die Wahrheit. Wisst ihr, und jetzt kommt das Problem. Ich bin ein Fremdling auf dieser Erde und habe einen Auftrag. Ist mein Auftrag beendet, holt mich der Herr zurück. Ist mein Auftrag nicht beendet, lässt mich der Herr hier. Wisst ihr, und jetzt hat der Herr diesen Auftrag, das ist ganz wichtig für uns, eingebettet in meine persönlichen Verhältnisse. Ich bin immer dort gefragt, als Fremdling und als Botschafter, wo mich der Herr hingestellt hat. Wisst ihr, ich habe zum Beispiel das erlebt, ist ganz seltsam. Von meinen Kollegen haben sich seltsamerweise genau 4 bekehrt. Aber es haben sich nicht die bekehrt, die ich wollte.
sondern ich hatte Leute, da war ich überzeugt, die werden sich bekehren, die haben sich nicht bekehrt. Und mit die Schlimmsten, wo ich dachte, naja, ich habe fast gedacht, es ist schade, denen das Evangelium zu sagen, die haben sich bekehrt. Wisst ihr, und ich hatte Leute auf der Bank, denen habe ich, als die Schlachter neu rauskam, habe ich begonnen im Zug, in meinem Umfeld, in der Firma, da war ich schon in Stuttgart teilweise, habe ich begonnen, die Bibel zu verteilen. Ich hatte immer gute Aufhänger, habe gesagt, da habe ich mitgemacht, da, dann nehmen sie eher. Gell? Das ist einfach ein Trick. Und ich habe ca. 500 Bibeln in dieser Phase verteilt. Das waren 11 Jahre fast. Und da war was Interessantes. Leute, die ganz lieb zu mir waren, nach 2 Monaten bin ich an ihrem Schrank vorbeigelaufen und habe reingeguckt. Das ist auch der Schwabe, der guckt immer. Und da lag die Bibel eingepackt, noch in Folie verschweißt. Ein anderer Kollege, von dem ich dachte, er ist ein völliger Chaot, auch wieder der Gedanke, fast schade, dem eine Bibel zu geben. Der ruft mir ihre Sitzung plötzlich zu, müsst ihr euch vorstellen, Landesbank-Sitzung, schreit er über den Tisch rum, Herr Kaufmann, jetzt verstehe ich die Stiftshütte, jetzt verstehe ich, warum der Katholizismus nichts ist. Ich bin nochmal da gekommen, habe mir noch Luft geholt. Als ich aus Stuttgart wegging, war er dabei, die Bibel das zweite Mal durchzulesen. Ich habe nichts mehr von ihm gehört, er hat die Bibel vollkommen durchgelesen. Wisst ihr, wir haben nur den Auftrag, Zeuge Jesu zu sein, in dem Umfeld, wo ich bin. Und ich habe keinen Einfluss drauf. Bei mir haben sich mal relativ, die 4 haben sich relativ schnell hintereinander bekehrt und dann wieder 10 Jahre gar niemand. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich habe nur den Auftrag, Botschafter zu sein. In meinem Umfeld. Dieser Fremdling auf Erde heißt, ich gehöre zu einer anderen Welt und ich bringe diesen Menschen die Botschaft der anderen Welt. Und die Botschaft der anderen Welt ist die Person Jesu Christi. Ich bringe ihnen den Herr Jesus, ich bringe ihnen das vollkommene Opfer, ich bringe ihnen die Errettung. Das ist mein Auftrag. Aber das alles läuft im Rahmen meines Umfeldes. Ich kann immer nur für mein Umfeld die Verantwortung übernehmen. Jeder muss in dem Umfeld, wo er lebt, wo er arbeitet, wo er ist, ob er jetzt noch Schüler ist oder schon im Ruhestand, das spielt keine Rolle. In dem Umfeld, wo ich bin, muss ich meine Verantwortung wahrnehmen, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Und jetzt kommt natürlich das Entscheidende, das ist manchmal ganz schwer. Ich darf, wenn ich aus der Bank rauskomme, darf ich nicht das, was in der Bank normal ist, mitnehmen? Wisst ihr, meine Fähigkeit ist Problemlösungsverhalten. Ich habe auf der Bank die Probleme gelöst. Wenn ich mit dem gleichen Herzensansatz, mit der gleichen Methode das Reich Gottes betreiben würde, dann würde ich alles kaputt machen. Weil es ist die menschliche Fähigkeit. Und ich habe dann lernen müssen, wenn ich die Türe der Bank schließe, ich habe es immer innerlich so vorgestellt, dann geht mein Finger in den Kopf und legt einen Schalter rum. Jetzt gelten diese Dinge nicht mehr. Jetzt gelten die anderen Dinge. Das sagt die Bibel in 1. Korinther 4,20. Und das ist jetzt das Wesen von uns als Fremdling auf der Erde, als Botschafter Jesu Christi. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Römer 4, Vers 20. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Es hat einmal ein weiser Mann über Adolf Hitler gesagt, es war alles nur Worte. Ich habe mal mich mit der Biografie von Hitler beschäftigt. Es war alles Massensuggestion, es war alles raffinierte Ausnutzung der Sprachwerkzeuge, um die Massen hochzupuschen. Im Reich Gottes ist es völlig anders. Im Reich Gottes gilt nicht, was ich sage, sondern was ich tue. Und wenn ich etwas sage, dann muss das Tun identisch sein. Wisst ihr, wenn ich etwas predige und es selber nicht tue, glaubt mir die Welt wieder nichts. Dann glaubt sie mir nämlich nicht, dass ich in Wirklichkeit ein Fremdling bin. Dann sagt sie, du bist ja gar nicht anders wie ich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Du bist nicht anders wie ich. Wärst du anders wie ich, würde ich dir glauben. Und das sieht man vor allem an drei Dingen. Die drei Dinge haben uns die alten Brüder beigebracht und sagten, ihr jungen Burschen, ihr müsst aufpassen, der Gläubige kommt an drei Dingen zu Fall. A, das andere Geschlecht. B, die eigene Ehre. C, das Geld. Und ich habe festgestellt, diese Regel gilt bei jeder Richtung des Reiches Gottes, diese Regel gilt in der Welt. Also nochmals, andere Geschlecht, die eigene Ehre oder Macht, könnte man auch sagen, Einfluss und Geld. Ich muss das abhaken. Ich muss sagen, hier gelten jetzt andere Regeln. Hier gilt das Wirken des Heiligen Geistes. Römer 14, 17. Die Bibel erklärt das ganz einfach. Ich muss einfach, das ist so einfach eigentlich. Ich muss mir einfach immer wieder sagen, ich bin ein Fremdling auf dieser Erde. Ich gehöre nicht zu diesem System. Ich gehöre zum himmlischen System. Ich bin aber hier mit meiner Seele und mit meinem Körper, muss meinen Mann stehen im Beruf, in der Familie, muss mich vernünftig verhalten, aber innerlich ist meine Einstellung geistlich und was ich tue, anders wie die dieser Welt. Und da sagt die Bibel was Wunderbares, es ist so schön. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Speisevorschriften, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn die Menschen sehen, dass ich mit Gott versöhnt bin, wenn sie sehen, dass ich Friede habe mit Gott und dass ich eine Freude habe, die unabhängig von meinem Zustand ist. Wisst ihr, dass ich eine Freude habe, auch wenn es mir schlecht geht. Dass da etwas ist, das ich nicht erklären kann. Diese Verbindung zum Jesus durch den Heiligen Geist, dass das da ist, dann glauben sie mir, dass ich anders bin. Dann glauben sie mir, dass ich ein Fremdling bin und zu einer anderen Welt gehöre. Aber sie glauben es nur, wenn sie es sehen und hören. Und das ist dieser große Auftrag als Fremdling, dass ich wirklich das tue, was der Herr will. Wir haben gestern gesehen, die Bibel sagt, ich soll nicht die Welt lieb haben. Und es ist so, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, ich habe sie zum Glück nicht geschrieben, ich schreibe sie nur ab. Wenn ich die Bibel geschrieben hätte, hätte ich dort geschrieben Phileo. Das ist die seelische Liebe. Habt nicht mit eurer Seele die Welt lieb. Dort steht aber im Griechischen Agapao, Agape. Das ist das Verb, das vom Hauptwort, vom Substantiv Liebe kommt. Und dieses Wort bedeutet völlig anders wie das, was wir unter Liebe verstehen. Agape heißt im Griechischen, dass ich als Person für eine andere Person das Beste suche, egal was es mich oder denjenigen kostet. Wisst ihr, und damit heißt es, suche nicht der Welt Bestes. Muss ich mal vorstellen. Hab sie nicht lieb. Kümmere dich ums Reich Gottes und nicht um diese Welt. Jetzt muss man hier aufpassen. Ich habe mal einen Fehler gemacht als junger Mann, dass ich das übertrieben habe. Ich habe alles Weltliche nur schleifen lassen, habe mich nur ums Reich Gottes gekümmert. Das war auch falsch. Fragt über dieses Thema bitte nicht meine Frau. Sie wird euch hier Dinge sagen, die euch nicht gefallen. Und ich musste bitterbös Buße tun über diesen Zustand. Und habe dann wieder gelernt, ich bin ein Fremdling auf der Erde. Gott erwartet, dass ich vernünftig lebe auf dieser Erde und trotzdem geistlich ihm diene, sein Botschafter bin. Und dieses Spannungsfeld, das muss man ausleben. Und da darf man, wie Salomo gestern sagte, nicht zu gerecht sein, Anführungszeichen, und nicht zu gottlos sein, Anführungszeichen, sondern muss in dem biblischen Gleichgewicht bleiben zwischen diesen zwei Dingen. Ein alter Bruder sagte zu mir, Karl Hermann, du musst dir eines merken, der Heilige Geist macht normal. War für mich eine ganz neue Erkenntnis, er macht normal. Jetzt gibt es hier etwas, Gott hat es so gemacht, warum, weiß ich nicht. Also ich denke, dass der Herr unsere ganze innere
Auffassungsgabe, unsere Möglichkeit, etwas zu erfassen, perfekt kennt, weil er der Schöpfer ist. Und er hat etwas gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon gefragt habt, warum die Bibel so dick ist. Warum zum Beispiel, wenn die Erlösung im Neuen Testament steht, warum habe ich so viel Altes Testament? Warum habe ich das? Warum ist hier so viel drin? Das hat den Grund, dass Gott im Alten Testament in der Bildersprache etwas Wunderbares getan hat. Ich habe es mir so gemerkt, was Israel im Körper geschieht, geschieht den Gläubigen im Geist. Also die Juden sind durch das Blut des Passahlammes, da hat man wirklich ein Lamm geschlachtet, hat die Türpfosten bestrichen, durch das Blut des Lammes sind sie aus Ägypten, ägyptisches Bild für die Welt, ausgegangen. Ich gehe auch aus der Welt aus, durch das Blut des Lammes Jesus Christus, aber das ist innerlich. Ich muss kein Lamm schlachten. Israel hat ein Lamm geschlachtet. Ich muss kein schlachten. Mein Lamm ist geschlachtet. Wisst ihr? Und so hat die Bibel in der Bildersprache ganz einfach gezeigt, wie man als Fremdling in dieser Erde lebt. Und zwar nicht unbedingt jetzt das, was dann, so Gott will, in unseren späteren Untersuchungen folgt, sondern zuerst einmal meine Stellung. Also ich möchte nochmals betonen, man kann kein Fremdling und Botschafter Jesu Christi sein, wenn man selber nicht steht. Also es ist völlig illusorisch, selber nicht zu stehen und dann zu versuchen, hier Gott zu dienen. Und im 2. Mose, im Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, dort sehen wir fast alles. Es gibt hier eine Begebenheit, die hat mich völlig erschüttert. 2. Mose 4, Vers 24. Da passiert nämlich etwas, das auf den ersten Blick nicht fassbar ist. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Der Herr, der Mose vorher beauftragt hat. Muss ich mal vorstellen. Gott tritt diesem Mann Gottes entgegen und will ihn töten. Das ist ein ungeheures Beispiel für uns, was wir beachten müssen. Jetzt kommt der nächste Satz und jetzt kommt so etwas. Ihr lieben Brüder, seid bitte nicht beleidigt, aber die Frauen sind meistens geistlicher wie wir. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Die Frauen haben eine andere Aufgabe von Gott, aber manchmal sind die Frauen einfach geistlicher. Und da ist Zippora, die Frau. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutsbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutsbräutigam wegen der Beschneidung. Sie hatte den Auftrag, die Kinder zu beschneiden. Und Mose hat es schleifen lassen. Und dann geht sie ganz einfach hin und vergießt Blut, indem sie das Kind beschneidet. Und in dem Moment hast du klare Verhältnisse. In dem Moment hört der Zorn Gottes sofort auf. Und das ist ein Bild für etwas, das ungeheuer wichtig ist. Ich muss als Gläubiger dauernd in der Reinigung durch Jesu Blut leben. Ich muss dauernd in dem Level, in dem Bereich, den Gott mir vorgegeben hat, geistlich bleiben. Wenn er sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1,7. Dann heißt es, ich muss dauernd im Lichte wandeln, ehrlich vor Gott sein. Beim Bibellesen mein Herz öffnen, dass der Herr Jesus zu mir reden kann. Und dann werde ich im Licht bleiben. Wenn ich dann gehorsam bin, was die Schrift mir sagt, dann wird die Gemeinschaft zwischen Herr Jesus und mir und damit auch mit dem Vater im Himmel und mir wunderbar da sein. Und die Bibel sagt, dann wird die Gemeinschaft untereinander funktionieren. Aber das basiert auf der dauernden Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, wenn ich beginne, kleine Sünden zu tolerieren, ohne mich reinigen zu lassen, dann bekomme ich einen Zustand wie hier bei Mose und der Zippora. Und irgendwann werden die Leute sehen, dass es bei mir nicht so ganz in Ordnung ist. Und die Welt sieht es besser wie wir. Wie oft hat mir die Welt gesagt, weißt du, Karl Hermann, guck, das ist doch einer eurer großen Gläubiger. Ich habe gesehen, was der tut. Ich habe einen führenden Mann eines pfingstlerischen Missionswerkes auf der Bank gehabt. Er hat mich nicht gekannt, aber ich ihn.
Und dieser Mann war berühmt dafür, dass er von einer süßlichen Freundlichkeit war. Er konnte dir glühende Briefe schreiben, wie sehr er nur für dich persönlich betet. Mal dahingestellt, ob es stimmt. Und das war sowas von triefend, dass es fast schon anstößig war. Und dann habe ich den Mann auf der Bank erlebt, der hat ein Haus gekauft, einen Versammlungssaal. Und ich stand ihm gegenüber. Und dann habe ich einen Mann gesehen, der war kein süßlich frommer Gläubiger mehr, sondern ein stahlharter, eiskalter Geschäftsmann. Und der hat das Geschäft abgewickelt, dass wir fast die Haare zu Berge standen. Und wo wir fertig waren, das konnte ich mir nicht verkneifen, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich kenne Sie. Ich gehe auch in eine Versammlung. Und da hast du gemerkt, da ist das Gesicht runtergefallen. Wisst ihr, und das ist das Problem. Ich habe immer, man muss das auch den jungen Brüdern, den jungen Schwestern sagen. Ich bin als junger Mann nach Stuttgart gegangen zur Ausbildung, zu unserer Hauptstelle. Ich sage den Leuten immer, du bist genau so gut, so stark, so geistlich, wie du bist, wenn du völlig allein bist. Wenn dich niemand sieht, wenn dich niemand kontrolliert, wenn du völlig allein bist, du könntest alles tun, was du wolltest, niemand kontrolliert dich. Du bist genau so stark, wie du dich hier gibst. Du darfst dort, wenn du ganz allein bist, nicht anders sein als in der Versammlung, wenn lauter Gläubige um dich rum sind. Man sagt ja nicht umsonst, in der Versammlung haben die Gläubige oft das Sonntags- oder das Versammlungsgesicht auf. Und wenn die draußen sind, haben sie ein anderes Gesicht. Wisst ihr, das ist ein Problem. Warum? Weil ich ein Fremdling bin und Fremdling heißt für die Außenstehenden, auch für die anderen Gläubigen, ich gehöre zu dieser anderen Welt. Jetzt muss das irgendwo klar sein, ich bin normal auf dieser Erde, aber innerlich gehöre ich zu der anderen Welt. Ich habe eine andere Ebene. Und hier zeigt uns die Bibel in der Bildersprache, dass ich letztendlich hier einfach in dieser dauernden Reinigung, hier durch die Beschneidung dieses Kindes, symbolisiert, es wurde Blut vergossen und er sagt Blutsbräutigam. Ich muss dauernd das, was der Jesus für mich getan hat, sein Blut, das er vergossen hat, in Anspruch nehmen, dass ich dauernd in dieser Reinigung lebe. Und zweiter Mose 5,1 kommt der nächste Schritt. Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich muss mir bewusst sein, diese Welt ist eine Wüste. Ich brauche das nicht schönreden. Diese Welt ist einfach so. Ich habe furchtbare Kämpfe gehabt auf der Bank, bis klar war, was ich mache und nicht mache. Am Schluss hat einmal mein Bereichsleiter, der Vertriebsleiter zu mir gesagt, geh bitte raus. Mir war per Du. Und dann sage ich, warum? Und dann sagt er, was jetzt kommt, ist nichts für dich. Ich habe nur gelächelt und habe gesagt, danke. Ich war dankbar. Jetzt kam etwas, das ich von meinem Gewissen her nicht konnte. Und jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt. Eines der entscheidenden Instrumente, das Gott uns gegeben hat, um ein Fremdling und ein Botschafter zu sein, ist das Gewissen. Wisst ihr, wo das Gewissen entstanden ist? 1. Mose 3 beim Sündenfall. Das Gewissen gehört nicht zum Geist, sondern das Gewissen gehört zur Seele. Und das ist durch den Sündenfall entstanden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Gott benutzt das Gewissen, um mich in der Spur zu halten. Aber, weil das Gewissen kein göttliches, geschaffenes, vollständiges unzweifelhaftes Organ ist, kann das Gewisse auch zum Elend führen. Und zwar, der Apostel Paulus sagt etwas, und das ist für mich als Fremdling ganz wichtig, in Römer 9,1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Das soll ich mal ganz dumm fragen. Wenn ich nicht in Christus bin, in dieser Haltung, Herr Jesus gegenüber, sage ich dann nicht die Wahrheit? Na klar. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Lügner, auch der Wiedergeborene. Wieso? Das wollen manche nicht wahrhaben, die leben in ihrer Traumwelt. Ich bin immer nur geistlich, ich bin auch immer nur ein Mann der Wahrheit,
wenn ich in Christus bleibe, also in der Haltung, die Stellung in Christus ist ganz einfach. Wenn ich vom Angesicht Jesu lebe, mich reinigen lasse durch sein Blut, in keiner bewussten Sünde lebe und ihm folge, dann bin ich in der richtigen Haltung. Jetzt sagt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Das heißt, das Gewissen, dass es bei mir als Fremdling auf dieser Erde, als Bürger des himmlischen Reiches wirklich sauber wirkt, muss letztendlich, und das ist ein ganz zentraler Punkt, muss, das ist ein wirkliches geistliches Muss, im Heiligen Geist wirken. Ich habe mir das ganz einfach gemerkt, ich habe schon oft erzählt, aber es lässt mich nicht los, es funktioniert bis heute, seit vielen, vielen Jahren, vielleicht Jahrzehnten. Ich nehme die Bibel, wie sie geschrieben steht. Ich glaube von ganzem Herzen, dass sie inspiriert ist, weil die Bibel hat Elemente, die kannst du nicht manipulieren. Du kannst nicht 66 Leute ein Buch schreiben lassen und die sagen alles Gleiche. Irgendwo geht es nicht. Da ist die Hand des Herrn dahinter. Und es ist einfach so, die Bibel beschreibt in 1. Mose 15, wie die Dämonen wirken. Sie nennt sie die Raubvögel. Er sagt klipp und klar, sie stürzt auf das Opfer herab. Und ein Raubvogel greift dich immer an. Und wenn ich jetzt geistlich Dinge habe, auch vom Gewissen her, wo mich plötzlich das angreift. Ich hatte Dinge, die habe ich 10 Jahre getan, hatte nie ein schlechtes Gewissen. Also ich, in den 10 Jahren habe ich Gott gedient und bin vom Angesicht Jesu gewandelt und ich glaube nicht, dass der Herr, wenn das nicht in Ordnung gewesen wäre, mich hätte laufen lassen. Das macht Gott nicht, er mahnt mich. Aber plötzlich, wie aus heiterem Himmel, überfällt mich eine Gewissensnot und eine ungeheure Anklage und eine Angst, dass es mir der Brustkorb zusammendrückt, Gurgel abschnürt. Und da habe ich im Laufe der Jahre gelernt, das sind die Dämonen, das sind die Finsternismächte. Und dann habe ich wieder gesehen, wie die Bibel in der Bildersprache das Wirken des Heiligen Geistes beschreibt. Ein scheues Tier, die Taube. Und als Noah sie aussandte, musste sie einen Platz für ihren Fuß haben. Sie schafft sich keinen Platz. Sie zwingt niemand. Sie vergewaltigt innerlich nie jemand. Der Heilige Geist zwingt dich nie. Er ist immer die Taube. Er kommt immer mit der Wahrheit, legt sie dir vor und du hast die freie Wahl, ja oder nein. Das heißt, ich habe jetzt festgestellt, wenn ich mein Gewissen im Heiligen Geist habe, dann wirkt diese Taube. Wenn ich aber mein Gewissen nicht im Heiligen Geist habe, sondern menschlich, dann nutzt der Teufel das aus, um die Raubvögel zu schicken, die mein Gewissen verklagen. Drum kommen Leute in die Psychiatrie oder bringen sich um sogar, wegen dem Gewissen, das ist nie der Heilige Geist, das ist immer der Teufel, der sie kaputt macht. Also muss ich jetzt lernen, das Hauptelement, das mir der Herr gegeben hat, für den Wandel auf dieser Erde, um ein Fremdling zu sein, um ein Bürger Gottes zu sein, um Botschafter zu sein, zu nutzen, indem ich einfach mein Gewissen im Heiligen Geist wirken lasse. Wie geht es? Es geht relativ einfach. Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Geist trennt. Das heißt, wenn ich jetzt ehrlich, ich sage immer ehrlich, es hört sich vielleicht brutal an, ich meine es aber wirklich so, wenn ich den Leuten eher sagen muss, wenn du ehrlich Gott dienen willst, dann kannst du mir zuhören, dann ist das mühsam. Weil ich sage es ganz ehrlich, der nicht ehrlich sein will, für den hat Gott keine Verheißung. Entschuldigung, da wird gar nichts. Also ich gehe immer davon aus, dass ein Mensch ehrlich Gott dienen will. Wenn ich jetzt ehrlich Gott dienen will, ich schlage meine Bibel morgens auf, ich lese die nicht, um mehr Wissen zu sammeln. Das ist ein Nebendefekt. Also ich lese die Bibel, dass er zu mir redet. Jetzt erwarte ich, dass er durch den Heiligen Geist mein Gewissen mit dem zweischneidigen Schwert durchbohrt. Mir zeigt, was ist Geist und was ist Fleisch. Was ist richtig, was ist falsch. Was ist Finsternis und was ist Licht. Das zeigt er mir. Und dann kommt meine Seele in die Entscheidungsphase. Dann muss ich mit meinem Herz entscheiden, glaube ich, was Gott sagt oder glaube ich, was meine Seele sagt. Glaube ich, dass Gott recht hat? Wie heißt es von den Sündern? Sie gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen. Die Pharisäer haben es verworfen.
sagt der Jesus, die kommen eher in den Himmel wie ihr. Nicht, weil sie sich haben taufen lassen, sondern weil sie Gott geglaubt haben. Das war der entscheidende Punkt. Wisst ihr, und jetzt kommen wir hier zum zentralen Bereich, wo ich einfach ehrlich vor Gott stehe und jetzt sagt mir Gott etwas durch die Taube, durch den Heiligen Geist. Nicht zwanghaft, sondern so, wie es er macht. Also bei mir, ich weiß nicht, ich bin ein Gefühlsmensch, bei mir ist es meistens so, dass es mit einem leichten, ich sage mal, warmen Gefühl einhergeht. Aber das warme Gefühl kann mir ganz schön harte Dinge sagen, wisst ihr. Die Botschaft ist nicht immer weich. Und dann muss ich mich entscheiden, glaube ich Gott oder glaube ich ihm nicht? Glaube ich dann Gott und bringt es in Ordnung oder regelt es vor Gott und Menschen? Dann passiert Folgendes, dann bleibe ich im Licht. Dann bleibe ich in der Nachfolge Jesu, dann folge ich dem Lamme, wohin es geht und dadurch wird meine Fremdlingschaft, die gleichzeitig ein Botschafter ist an Christi Stadt, wird wieder funktionieren. Und plötzlich bin ich für die Menschen ein Zeugnis und kann ihnen letztendlich ein Zeugnis sein. Wenn ihr das 2. Mose durchlässt, bis praktisch 13, dann werdet ihr Dinge finden, die sind interessant. Zum Beispiel sagt Gott, du sollst 3 Tage reisen weit in die Wüste gehen. Also er entscheidet, wie weit ich hier weggehe oder reingehe von Ägypten. Zum Beispiel der Elia, der große Prophet, hat einen Fehler gemacht. Als er sich unter den Ginsterstrauch legt in 1. Könige 19, macht er einen Fehler. Er geht 1 Tagereise weit statt 3. Ein ganz kleiner Fehler. Gott sagt, du musst 3 Tage reisen, weil ich gehe. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich muss vom Herr Jesus klären, wie weit trenne ich mich, Absonderung, wir kommen dazu, Absonderung, wie weit trenne ich mich von der Welt? Wo soll ich mich trennen? Wo soll ich mich nicht trennen? Wisst ihr, da gibt es keine Regeln, weil mein Charakter, meine Persönlichkeit völlig anders ist wie die von euch. Also hat Gott für mich maßgeschneidert, was ich tun soll. Natürlich gibt es Dinge, wo sich jeder Gläubige absondern muss. Von der Sünde, vom Hochmut, von diesen Dingen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber im Einzelfall, im spezifischen Einzelfall, in einer Einzelsituation, ich habe es gestern erklärt, ich möchte sagen, ich bin gegen Theorie, ich bin für Praxis. Ich habe es mit einem Bruder diskutiert. Wir hatten die Taufe und da war ein Bruder dabei, der ein Ohrring drin. Jetzt kommt natürlich bei mir die Pressatmung sofort. Der Ohrring muss raus. Alle, die ich gesprochen habe, haben, naja, der wird sich doch nicht taufen lassen mit einem Ohrring. Ich bin dann vors Angesicht Jesu und habe das bewegt und bei mir war ganz seltsame Herzenshaltung. Da kam die Botschaft, lass ihn. Habe ich gesagt, jetzt kam wieder der Mensch. Was denken die Gläubigen von dir, wenn du ihn lässt? Glauben sie, dass du jetzt ein Laschi geworden bist? Dass du jetzt weich geworden bist? Dann habe ich angefangen, die anderen zu fragen. Den strengsten der Strengen. Wisst ihr, wer das ist? Das ist mein Sohn. Viel strenger wie ich. Aber ich war früher auch so, von daher habe ich ein gewisses Verständnis. Und das war sein Freund von der Welt her, auch der Sohn von einer unserer Gläubigen. Und da sagt er zu mir, lass ihn. Oh, ich denke, wenn das mein Sohn sagt, habe ich die andere gefragt. Alle sagten, lass ihn. Wisst ihr, das meine ich mit Entscheidungen individuell. Und dann ist Folgendes passiert, wir haben ihn getauft mit dem Ohrring. Natürlich saß ich immer da und habe immer mit einem Auge in die Versammlung noch reingeguckt und denke, kommt jetzt eine Reaktion? Ich hatte immer noch die Hoffnung, morgens vorher tut er raus. Aber der war so verschraubt und so fest, die haben nachher mit der Zange wegmachen müssen. Muss ich mir vorstellen. Die haben mir dann erzählt, wie sie ihn weggemacht haben. Das war dramatisch. Das hast du fast nicht anhören können. Ich habe immer an das Ohr gedacht. Und dann ging es ungefähr 2 Monate. Ich bin ein schlechter Schätzer, aber eines Sonntagmorgens gucke ich ihn. Er kommt zur Türe rein und natürlich habe ich sofort gesehen, er hat kein Ohrring mehr. Und dann hat er das erklärt, wie der Herr das gemacht hat. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich bin ein Fremdling auf Erden, aber die Mittel, Römer 4, Vers 20, sind geistlich. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft.
Und ich muss vor Gott die Einzelpunkte klären, so wie es der Herr will, nicht wie ich es will. Dort, wo die Bibel ganz klar sagt, du sollst dich absondern, zum Beispiel vor Sünde, vor diesen Dingen, da brauchst du nicht überlegen, das musst du einfach tun. Aber es gibt so Einzelbereiche, da musst du sensibel sein und das tun, was er will. Da entscheidet sich, wie weit diese 3-Tage-Reise für jeden gehen. Das musst du dann entscheiden. Wisst ihr, wenn ihr die Stelle anguckt, es geht immer aufs Gleiche. Der Teufel sagt, geh nicht zu weit weg. Also keine saubere Absonderung. Geh ohne Tiere, also kein Opfer. Lass die Kinder da, das heißt, lass deine Kinder in der Welt zurück. Es geht immer nach dem gleichen System. Und letztendlich, Bibel sagt klipp und klar, du musst Gott dienen, wie er es will, ohne Werke, sondern im Heiligen Geist. Dann wirst du automatisch, Epheser 2,10, die Werke tun, die Gott will. Wisst ihr, wenn man das dann ganz sachlich sieht, dann wird mir klar, ich bin nicht fähig, letztendlich ein wirklicher Fremdling und ein wirklicher Botschafter zu sein, wenn ich nicht vom Angesicht Jesu stehe bleibe Tag für Tag. Das heißt, es ist eine Lebensaufgabe, bis ich in die Ewigkeit gehe, vom Angesicht Jesu zu warten und mir Weisung zu holen von der Heiligen Schrift, von ihm, was ich tun soll. Und in Offenbarung 14, Vers 4 steht, sie folgten dem Lamme, wohin er geht. Wisst ihr, ich bin ein Typ, ich wollte, so wie die Schwester einen Brief wollte, wenn sie heiraten will, soll, so wollte ich gern, dass mir Gott einen Brief gibt, wo alles schon drinsteht, was ich zukünftig tun soll. Und ich habe mich mühsam daran gewöhnen müssen, dass Fremdling auf dieser Erde und Botschafter Jesu Christi bedeutet, jeden Morgen neu. Der Jesus sagte mal, ihr sollt euch nicht um den morgigen Tag sorgen, jeder Tag hat seine eigene Plage. Ich muss jeden Morgen, wenn ich aufstehe, stelle ich mich vors Angesicht Jesu und dann geht es los. Dann entscheide ich, ob ich die Taube reinlasse oder der Raubvogel. Dann entscheide ich, ob ich im Geiste wandle oder im Fleisch. Dann entscheide ich, ob ich wirklich ein Fremdling bin oder keiner. Wisst ihr, das ist eine Dauerentscheidung. Dauernd vom Angesicht Jesu. Und wenn ich da drin richtig laufe, dann bin ich ein echter Fremdling. Aber nochmals, das ist mir ganz wichtig. Die Welt sieht 100-mal besser wie wir selber, ob wir saubere Fremdlinge sind. Und wenn wir halb Fremdlinge sind und mit der Welt liebäugeln und hier den Kompromiss machen, sie wird das sehen. Und das soll auch das Ziel sein für unsere weitere Bibelarbeit, dass wir lernen, wie benimmt sich jetzt ein Fremdling so, dass der Herr Jesus verherrlicht wird? Wie benimmt sich ein Fremdling so, dass er letztendlich ein Botschafter sein kann, dass Gott zum Ziele kommt? Wisst ihr, das ist mühsam. Darum haben wir viele Bibelarbeiten. Wisst ihr, wenn ich das beantworten könnte mit einer Verkündigung, dann wäre das ja wunderbar. Geht aber gar nicht, weil es ist so ein weites, breit gefächertes Gebiet, dass man einfach lernen muss, von den Grundprinzipien, was heißt es, Fremdling zu sein? Ich bin ein Fremdling und trotzdem da, das Problem. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast uns wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir beten dich dafür an. Wir danken dir, dass wir in die himmlischen Örter versetzt sind. Wir danken dir, dass obwohl wir hier als Menschen leben, dass unser innerer Mensch mit dir bis ins innerste Heiligtum reicht. Und dass wir Verbindung haben mit dir, dass wir in dir bleiben können und dass wir hier dir, dem Lamme, folgen können, wohin du gehst. Aber dass wir trotzdem auf dieser Erde sind. Und dass es so ist, dass das Reich Gottes eben nicht in Worten besteht oder in Wissen oder in ähnlichen Dingen, auch nicht in Äußerlichkeiten wie Essen und Trinken, sondern im Heiligen Geist. Und jetzt gib uns einfach Gnade zu verstehen, dass wir beginnen, dir, dem Lamme, wirklich zu folgen, wohin du gehst. Dass wir uns aufstellen als wahre Fremdlinge, als wahre Botschafter Jesu Christi, dass wir uns innerlich so geben, dass deine Taube, das Wirken deines Heiligen Geistes bei uns zum vollen Ziele kommt. Immer mit dem großen Ziel, wir sind nur Sklaven, wir sind nur Beauftragte. Du bist der Herr, es geht um dich. Es geht darum, dass du im Mittelpunkt stehst, dass du verherrlicht wirst und nicht die Menschen. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.